betriebliches Gesundheitsmanagement aus der Praxis. Was sollten Sie vor der wichtigsten Veranstaltung des Jahres machen? Was machen Geschäftsführer einen Tag vor der wichtigsten Veranstaltung des Jahres? Ich kann Ihnen sagen, was ich mache. Ich investiere in mich selbst, denn das ist die einzige Chance und die einzige Möglichkeit, wie ich meinen Kopf frei bekomme, wie ich ganz einfach fokussiert bin, wie ich ganz einfach in meine eigene Gesundheit investiere. In der Früh, wenn es auch zeitig ist, lang bevor mein Arbeitstag beginnt, raus in die Natur und etwas für mich machen. Sie müssen nicht sportlich sein, Sie können auch einfach nur Bewegung machen oder einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Ganz, ganz wesentlich ist aber, dass Sie zuerst in sich selbst investieren. Das ist und bleibt die einzige Möglichkeit. Ich kann gar nicht oft genug darauf hinweisen. Denn nur wenn Sie selber klar im Kopf sind, nur dann können Sie sich fokussieren. Nur dann können Sie Ihren Mitarbeitern zuhören. Nur dann können Sie als Führungskraft wirklich Ihre Arbeit machen. Und nur dann können Sie als Vorbild vorangehen. Morgen findet das CHC Summit in Wien statt. Ich freue mich riesig. Wir haben wirklich, wirklich viele großartige Unternehmen, die sich schon angekündigt haben. Und wir werden uns intensiv über die Themen betriebliche Gesundheitsförderung zu betrieblichem Gesundheitsmanagement unterhalten. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, wie schaut die Zukunft des betrieblichen Gesundheitsmanagements aus? Ich sage Ihnen, wie meine Zukunft ausschaut. Meine Zukunft schaut weiterhin so aus. Ich investiere als allererstes in meine persönliche Gesundheit, denn nur dann kann ich meine Führungsaufgaben wahrnehmen.